Shalom und herzlich willkommen. Heute geht es weiter mit unserer Serie. Es geht heute wieder einmal um den Calvinismus. Es geht heute um die Thematik Erwählung. Epheserbrief 1. Wer ist ein Erwählter? Was meint die Bibel mit diesem griechischen Wort Eklegomai als Beispiel in Epheserbrief 1, Vers 4? Oder Eklektos lesen wir auch. Was meint die Bibel mit diesem Wort Erwählen, Erlesen? Heute geht es um die Thematik doppelte Prädestination, es geht heute um bedingungslose Erwählung, es geht heute um die biblische Erwählung und wir werden uns heute einmal die Gedanken machen, was Gottes Wort zu diesem Thema sagt. Kann jeder gerettet werden? Darf jeder ein Erwählter sein? Und wer wird erwählt? Ich möchte heute erstmal ganz grundsätzlich etwas darlegen, damit ich in die Thematik einführen kann. Man hört heute unter Calvinisten beispielsweise die Lehre der doppelten Prädestination. Man sagt zum Beispiel, Gott hat es bestimmt, wer in den Himmel kommt, und Gott hat es ebenso bestimmt, wer in die Hölle kommt. Und jetzt gibt es Leute, die distanzieren sich, manche Reformierte als Beispiel, sie distanzieren sich in der Theorie von dieser Aussage. Aber der Inhalt ist eigentlich genau derselbe. Sie sagen, wir glauben nicht an die doppelte Prädestination. Und dann fragt man sie, was ist dann die Lösung? Dann sagen sie, ja, wir glauben an eine bedingungslose Erwählung. Gott wählt im Voraus aus, wer gerettet wird und wer nicht. Also Gott bestimmt, wer erlöst wird. Und dann fragt man, was ist denn mit jenen, die nicht erwählt wurden? Können sie gerettet werden? Auch nicht. Ja, was ist denn mit diesen Menschen? Ja, die hat Gott übergangen. Er hat sie ihren Sünden hingegeben. Und wo werden sie am Ende landen? Ja, in der Hölle. Das heißt, die zweite Theorie, die da aufgestellt wird, also diese zweite theologische Ansicht, sie hört sich nur in der Theorie besser an, aber der Inhalt ist eigentlich genau derselbe. Und ich möchte einmal kurz mit so einem einfachen Beispiel das Problem darlegen. Da gibt es einen Feuerwehrmann, der wird zu einem Haus gerufen und er weiß, in diesem Gebäude befinden sich 10 Menschen. Und auf dem Weg dorthin beschließt er, von den 10 Menschen, die in diesem Gebäude wohnen, 3 Menschen zu retten, das ist seine Bestimmung. Er hat es festgelegt, 3 Menschen zu erretten, aber er hat es auch festgelegt, 7 Menschen dort verbrennen zu lassen. Er verdammt sie. Das ist Feuerwehrmann 1. Jetzt gibt es Feuerwehrmann 2. Selbe Situation, ein Hochhaus, 10 Personen. Er geht hin, er bestimmt auch 3 Menschen. Er setzt es fest, er wählt 3 Menschen aus, um sie zu erretten. Die anderen 7... die bestimmt er nicht für das Feuer, sondern er sagte so, ich überlasse sie ihrem Schicksal. Ich lasse sie dort verbrennen, weil sie wären so oder so gestorben. Ob ich sie jetzt rette oder nicht, das Ende wäre so oder so das Feuer. Da darf sich keiner beklagen, aber ich habe mich entschieden, 3 Menschen zu erretten. Und das ist genau das Problem. Und heute versuchen sich von der Lehre der doppelten Prädestination zu distanzieren. Sie vertreten aber eigentlich meiner Meinung nach noch ein viel schlimmeres Bild. Sie reden zwar nicht von einer doppelten Prädestination, aber sie sagen, Gott erwählt zum Heil, bedingungslos. Und dann versuchen sie das so zu verschönern mit einigen Worten. Souveränität hier, Gottes Ratschlüsse, Gott will ja eigentlich alle retten. Kosmetik hier, Kosmetik da. Und am Ende heißt es ja, Gott hat sie übergangen. Er hat sie ihrem Schicksal übergelassen. Also im Endeffekt ist es genau dasselbe. Und heute gehen wir auf diese Punkte ein. Und was beide Punkte betrifft, ob doppelte Prädestination oder nicht, Fakt ist, wer nicht erwählt ist, kann nicht gerettet werden. Und darum geht's. Ich möchte einmal John Calvin zitieren, Lorraine Böttner als Beispiel oder ein Edwin Palmer. Wir schauen uns hier einige Zitate einmal an und dann sehen wir, wohin diese katastrophalen Gedanken hingehen. Das ist das Ende von so einem Lehrgebäude. Calvin beispielsweise sagt in seiner Institution, ich zitiere, das ist ein sehr bekanntes Zitat, ich habe bewusst das auch erwähnt, weil es bekannt ist. Es heißt hier, unter Vorherbestimmung verstehen wir Gottes ewige Anordnung, Vermöge, deren er bei sich selbst beschloss, nach seinem Willen aus jedem einzelnen Menschen werden sollte. Denn die Menschen werden nicht mit der gleichen Bestimmung geschaffen. Sondern den einen wird das ewige Leben, den anderen die ewige Verdammnis vorher zugeordnet. Wie also nun der Einzelne zu dem einen oder anderen Zweck geschaffen ist, so sagen wir, ist er zum Leben oder zum Tode vorherbestimmt. Das sagt John Calvin. Und
Man kann einfach einmal ehrlich sein. Es geht nicht darum, diese Leute persönlich anzugreifen. Es gibt manche, die haben mir vorgeworfen, quasi zu konfrontativ gewesen zu sein. Aber ich meine, sind diese Menschen unantastbar? Man könnte doch über diese Dinge einmal sprechen und einmal kurz darüber nachdenken, ob das, was dieses Zitat hier sagt, wirklich übereinstimmt mit dem, was die Bibel sagt. Also es heißt hier, unter Vorherbestimmung verstehen wir Gottes ewige Anordnung, vermöge deren er bei sich selbst beschloss, was nach seinem Willen aus jedem einzelnen Menschen werden sollte. Das heißt, der Mensch hat gar keine Verantwortung, der Glaube wird ihm sowieso gegeben oder nicht, du kannst gar nicht glauben, denn die Menschen werden nicht mit der gleichen Bestimmung geschaffen. Das heißt, schon bei der Geburt ist klar, du wirst in die Hölle kommen oder eben in den Himmel, aber in die Hölle kommen sowieso die meisten Menschen. Also das ist nicht das Bild, das uns in der Bibel vermittelt wird. Also ich lese einmal hier, ich wollte jetzt eigentlich bei Hesekiel lesen, jetzt habe ich hier Matthäus vor mir, Matthäus 11 als Beispiel. Wir lesen einmal, hier sagt die Schrift, kommet her alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Der Herr Jesus lädt hier nicht die Erwählten ein. Er lädt hier nicht die Elite ein. Er lädt hier alle Menschen ein, die beladen sind, die mühselig beladen sind, die Probleme im Leben haben, die Sorgen haben, und das sind sowieso alle Menschen. Wer ohne Gott kann denn schon essen und trinken? Hiermit sind alle Menschen angesprochen. Das passt nicht mit dem, was John Calvin sagt. Eine Bibelstelle in Hesekiel 33, Vers 11. Hier sagt die Schrift, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Also kehrt um, warum wollt ihr sterben? Es sind Befehle, umzukehren, Befehle zu glauben, Befehle, die Sünde abzulegen. Warum? Damit sie nicht verloren gehen. Das passt nicht mit dem, was John Calvin hier sagt. Ich zitiere, Lorraine, er sagt hier, ich zitiere, der reformierte Glaube, ja, also für die, die sich dann reformiert nennen, der reformierte Glaube hält an der Existenz einer ewigen göttlichen Anordnung fest, die die menschliche Rasse in zwei Teile aufteilt und den einen zum ewigen Leben und den anderen zum ewigen Tod bestimmt. Ist das hier Hesekiel 33? Ich lese nochmal. Er sagt hier, Gott hat es bestimmt, dass der eine zum Leben, der andere zum Tod bestimmt wird. Gott sagt, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebt. Kehrt um. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Also warum? Und ich zitiere hier bekannte Figuren. Also falls jemand jetzt denkt, ich habe die Zitate selber geschrieben, das sind die bekanntesten Figuren der letzten 500 Jahre, was diese Thematik angeht. Natürlich gibt es noch weitere. In meinen vergangenen Videos habe ich Pink zitiert, jetzt gegenwärtige Prediger wie ein John Piper oder ein John MacArthur, ein Calvin, ein Lorraine, Edwin Palmer. Ich zitiere Edwin Palmer und das ist klarer Determinismus, das ist Islamlehrer, das ist ganz weit weg von dem, was die Bibel uns lehrt. Ich zitiere, er sagt, auf dieser Welt geschieht nichts durch Zufall. Gott steht hinter allem. Was er mit diesem Wort allem meint, werden wir sehen. Gott steht hinter allem. Er entscheidet und verursacht alle Dinge, die geschehen. Er sitzt nicht am Rande und grübelt oder fürchtet sich davor, was als nächstes geschehen mag. Als hätte das jemand je behauptet, je ein Christ. Er sagt hier, nein, er hat alles vorherbestimmt, nach dem Rat seines Willens. Und jetzt kommt's. Die Bewegung eines Fingers, ja, das ist alles vorherbestimmt. Meine ganzen Blicke, meine ganze Bewegung, alles ist programmiert. Wir sind hier in einem Computer. Wir leben hier als Marionetten. Die Bewegung eines Fingers, das Schlagen eines Herzens, das Gelächter eines Mädchens, den Tippfehler
eines Schreibers, und jetzt kommt die Gotteslästerung, sogar die Sünde. Das ist Gotteslästerung. Wenn wir so weit gehen, dann haben wir Gott beleidigt. Sogar die Sünde, aber das ist immer das Ende von so einem System. Jetzt gibt es manche, die sagen, ja, so würde ich das nicht sehen. Aber auf welcher Grundlage stehen diese Leute? Das sind die Folgen. Ein John Calvin, ein Lorraine, ein Edwin Palmer oder ein Sproul, den ich gleich noch zitieren werde. Das ist immer, wer sät, wird ernten. Und das ist genau das. Also Gott wird Vergewaltigung in die Schuhe geschoben. Gott wird Krieg in die Schuhe geschoben. Wenn heute die Ungläubigen draußen Gott anklagen und sagen, warum lässt Gott Leid zu? Warum gibt es all diese Probleme? Dürfen sich die Anhänger dieser Lehre nicht mehr beschweren. Er sagt ja hier den Tippfehler eines Schreibers, sogar die Sünde hat Gott vorherbestimmt. Das heißt, wenn ich einen Menschen ermorde und ich lese dieses kaputte Zitat, dann kann ich sagen, ja, das war sowieso in Gottes Hand, ich konnte da nichts für. Wer kann mit so einer Aussage einverstanden sein? Warum wird nicht mal darüber gesprochen, anstatt zu kritisieren, dass man den Calvinismus kritisiert? Gott wird Vergewaltigung in die Schuhe geschoben. Da geht einer hin, nimmt sich ein Kind, vergewaltigt ist, und der sagt, ja, es ist alles vorherbestimmt, die Bewegung eines Fingers, das Schlagen eines Herzens, das Gelächter eines Mädchens, den Tippfehler eines Schreibers, sogar die Sünde. Das ist Determinismus. Das ist Gotteslästerung. Sproul sagt als Beispiel, die einzige Antwort auf diese Frage, und hier geht es um das Thema Erwählung, die einzige Antwort auf diese Frage ist, dass ich es nicht weiß. Ich habe keine Ahnung, warum Gott manche rettet und manche nicht. Ich bezweifle nicht für einen Moment daran, dass Gott die Macht hat, alle zu retten. Aber ich weiß, dass er sich nicht dazu entscheidet, alle zu retten. Das ist ungefähr das, was ich schon in meinem Video mit Michael Kotsch erwähnt habe, in unserem ungefähr eine Stunde Video. Da habe ich John MacArthur zitiert in seinem Kommentar zum 1. Timotheusbrief in Kapitel 2, Vers 3 bis 4. Da sagt John MacArthur nämlich genau dasselbe. Gott hat einen Ratschluss, der steht fest, er hat es bestimmt. Und dass er sich wünscht, alle Menschen zu retten, das ist eben nur ein Wunsch. Aber dieser Wunsch ist ungefähr so dem Ratschluss untergeordnet. Was feststeht, steht schon fest. Also er könnte alle retten, er hätte ihnen zumindest die Möglichkeit geben können, eine Entscheidung zu treffen. Hat er aber nicht gemacht. Jetzt sagt er weiter, ich weiß nicht, warum. Wenn es Gott gefällt, manche zu retten und manche nicht, dann ist das in Ordnung. Gott ist nicht dazu verpflichtet, irgendjemanden zu retten. Wenn er sich dazu entscheidet, manche zu retten, dann verpflichtet ihn das nicht dazu, den Rest auch zu retten. Diese Zitate, die werden dann verpackt mit der Überschrift Souveränität Gottes. Das ist nicht Souveränität, das ist Islam, das ist Willkür und das ist Determinismus. Das ist nicht Souveränität. Souveränität ist etwas ganz anderes. Ein Gott, der in der Bibel sagt, ich will alle retten. Ein Gott, der sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber im Endeffekt liebt er nur eine kleine Gruppe. Er rettet nur die Elite. Das ist nicht das, was die Bibel Gottes Wort sagt. Das passt nicht zu dem, was wir in der Schrift lesen. Und deshalb müssen wir hier sagen, dass es wirklich um Willkür geht. Es geht hier nicht um Souveränität, sondern Gott pickt sich einzelne Sünder aus, um sie zu erretten. Und das zieht sich durch die Geschichte. Ich meine, John Calvin, der lebte nicht im 18. Jahrhundert. Das ist ein Zitat, das geht jetzt 500 Jahre zurück. Diese Leute haben die letzten 300, 400 Jahre, 500 Jahre die Geschichte geprägt, was diese Thematik angeht. Ein Sproul ist, lebte noch bis vor ein paar Tagen. Ja, also das ist nicht so, dass das jetzt Ausnahmen sind, sondern das ist flächendeckend in den Büchern zu lesen. Und deshalb sage ich, hütet euch vor diesen Zitaten, hütet euch vor dieser Lehre und stellt von neu diese Gedanken in Frage. Und das ist die Frucht von diesem Glaube, dass Gott bedingungslos einzelne Sünder zum Heil erwählt. Das ist nicht, was die Schrift sagt. Schauen wir uns einmal jetzt die Thematik an. Es geht heute einmal A, um die Erwählung im Calvinismus oder wie manche sagen, bedingungslose Erwählung zum Heil. Gott sucht sich einzelne Sünder aus, um sie zu erretten. Und wir schauen uns einmal die biblische Erwählung an. Das heißt, wir schauen uns einmal Epheserbrief an. Ich lese einmal diesen Text vor. Epheserbrief 1, Abvers 4. Und dann schauen wir uns einmal einige Bibelstellen an, die von dieser Thematik sprechen. Denn es geht nicht um die Frage, ob es Erwählung gibt in der Bibel. Also, soweit sollten wir sein, ja. Es gibt manche, das hatte ich auch schon mal erwähnt in einem meiner Videos,
Da schickte mir ein Bruder eine ganze Liste von Versen, wo es da so um Erwählung geht. Ja, hier, die sind erwählt, hier Erwählte, und ich muss darüber schmunzeln, weil es sollte doch angekommen sein, dass das nicht das Problem ist. Natürlich redet die Bibel von Erwählung, und wir werden auch gleich sehen, wie oft und dass das Thema ein großes Thema in der Bibel ist. Die Frage ist nur, redet die Bibel von dieser calvinistischen Interpretation der Erwählung? Und darum geht es heute.